Wie Sie sehen, bin ich in Japan angekommen. Also, da sieht es schon nach leckerem Sushi aus tatsächlich und es riecht lecker hier. Also nicht so sehr nach Sushi, denn das wird ja kalt serviert, wie Sie wissen. Dementsprechend nicht so sehr geruchig, aber natürlich auch auf der anderen Seite sowas wie Yakitori, also gebratene Hähnchenspieße, nur so als ein Beispiel, die sehr, sehr lecker riechen. Also ich bin wieder hier. Ich weiß nicht, wie spannend Sie die Nachricht finden. Allerdings muss ich gestehen, so richtig was Tolles, was richtig Spannendes vom Markt vermag ich im Moment ehrlich gesagt gar nicht zu sagen, denn naja, es tut sich nicht viel. Wir haben heute Feiertag, Memorial Day in Amerika, auch England ist zu, auch hier Feiertag, insofern relativ viel Ruhe angesagt aktuell an den Märkten. Die Indizes trauen sich nicht. Der DAX hat ja ein latentes Bild nach unten, aber ich muss gestehen, so richtig Gas geben tut er nicht. Die Amerikaner haben ein latentes Bild nach oben, aber so richtig hoch bewegen die sich auch nicht. Also wir sehen, da ist eine Pattsituation. Ich denke, da wird sich heute auch nicht so viel auf diesen Märkten hier ergeben. Also ich denke dementsprechend, dass man da sich ein bisschen vielleicht zurückhalten sollte, mal vielleicht ein bisschen die längeren Trades vorbereiten sollte, die längerfristigen, was auch immer Sie da vielleicht im Schilde führen oder auf welchen Zeitebenen Sie sich da ganz gerne bewegen. Ansonsten, die Währungen, die sind natürlich trotzdem interessant. Da gibt es durchaus den einen oder anderen Titel, den ich nicht so schlecht finde, aber hier natürlich auch weniger Volumen, denn wir wissen ja, dass Währungen zu, ich muss jetzt lügen, 60% in London, ich sag mal zu 20% in New York oder 30% und die restlichen, jetzt habe ich nicht mitgezählt, also 10-20%, je nachdem, die werden weltweit an Volumen noch umgesetzt. Dementsprechend heute relativ wenig zu erwarten, was das angeht. Nichtsdestotrotz haben wir im Trade des Tages im Euro gegen Aussie etwas gefunden, was ich gar nicht so übel finde. Vielleicht schauen Sie sich das mal an, das ist sogar kürzerfristig, könnte aber in etwas längerfristiges münden. Also wer will, kann hier schnell Gewinne mitnehmen, wenn es denn soweit passiert, das werden wir noch sehen, aber schauen Sie sich die Marken selber an. Es kann aber sein, dass Sie sogar drin bleiben können und sagen, ach komm, dann nehme ich mal ein größeres Stück Kuchen mit, als ich das normalerweise eben verköstige. Nun gut, ansonsten, was gibt es noch zu erzählen? Also es gibt noch Pfund gegen Yen, aber dann natürlich auch das Problem mit der Währung, also britischer Pfund, auch jetzt durch den Feiertag natürlich nicht ganz so attraktiv, aber sicherlich auch noch mal eine schöne Trading-Situation. Gucken Sie mal drauf, vielleicht machen wir da auch noch einen Trade des Tages draus, den dann vielleicht morgen, je nachdem wie der Markt sich da jetzt in den nächsten Stunden noch mal bewegt. So, ich bin jetzt hier mit meinem Latein am Ende über die Märkte, gibt so viel tatsächlich nicht zu berichten. Ab sofort kriegen Sie für die nächsten, ich sag mal rund 8 Wochen zumindest mal wieder vorzugsweise hier aus Japan bzw. aus Tokio. Möglicherweise bin ich mal unterwegs, dann mache ich natürlich von dort Videos. Ansonsten wünsche ich Ihnen, dass Sie heute gut durch den Tag kommen, dass Sie viele schöne Sachen finden und verabschiede mich mit Bildern hier wieder aus Tokio. Ihnen alles Gute.